I'm gonna see where it leads. Oh, there's a mountain that no man has mounted. I'm gonna stand on the peak. Out there's a land that time don't command. Also, wir sind jetzt schon irgendwo im Wald am Waginger See. Und wir sind jetzt gerade. Wie lange sind wir schon unterwegs? Ich weiß gar nicht, wie lange. Keine Ahnung. Also auf alle Fälle sind wir so um 5:30 losgeritten und jetzt wird es so 9 vielleicht sein. Und es regnet ein bisschen. Die Pferdeln sind voll fit. Und jetzt machen wir dann bald Pause. Und das Navi hört man, genau, weil wir sind nämlich moderne Wanderreiter. Ja, Bümli, schau, da gehen wir nicht. Nach 200 Metern müssen wir jetzt dann nämlich rechts abbiegen auf die Staatsstraße irgendwas. Also hab ich den. Wir haben jetzt den Fucking! Wir machen gerade Pause. Da, Pause. Und da steht die Böhm. Und da steht der Findibus, die haben gerade Pause machen und dann geht's weiter. Wir haben jetzt nur 21 Kilometer vor uns. Einer mal viel. Nein, das haben wir bald. Und dann haben wir schon da und dann schauen wir weiter. Also Leute, wir werden gerade bergsteigen. Das sagt man auf dem Video nicht, aber da geht's echt krass steil auf. Wir haben gerade wirklich am Berg aufgegangen, da unten irgendwo ist die Straße. Man sagt es vielleicht, man zeigt es nicht auf dem Video, dass es so eine krasse Steigung ist. Na, voll krass. Und wir haben mittlerweile ein bisschen nass waren. Ari, Ari, Ari! Da, da unten ist die Mini-Straße. Wir sind nämlich echt ziemlich weit aufgewandert jetzt. Das ist auf so einen Mini-Berg. Böhm ist auch noch da. Und es passt voll, aber es ist eigentlich ganz angenehm. Geht schon. Passt. Ich finde, die rennt immer nur dahin. Die hat immer nur voll die Power. Und es wedert ziemlich. Wir sind gerade bei voll den schönen Ort. Überall ist Wasser. Und da ist ein Tipi. Und da ist echt voll schön. Der Bach. Meine Böhm schaut gerade voll hübsch aus. Böhmchen! Hallo Böhm! Wir müssen gerade dieses Bächlein überqueren. Den reißen wir im Fluss. Und lassen die Pferde trinken. Weil da ist eine Brücke und die ist saurutschig, also gehen wir lieber durchs Wasser. Finn, jetzt bist du dran. Wir sind da. Tschalalala. Das ist unser Reich. Komplette Wiese gehört den Pferden, da steht unser Zelt. Da haben unsere Heulage-Dinger. Findi steht da draußen. Findi! Du bist da draußen gerade. Sau cool, oder? Wie viele Stunden haben wir geritten? Ich weiß nicht. Wir haben auf jeden Fall bestimmt 12 Stunden, wenn es lang geritten. Und wir haben gerade ein ganz tragisches Erlebnis. Die Chaps sind weg. Wir finden es nicht mehr. Y de provisa el viento rápida me llevó y me hizo volar
an el cielo infinito. Hier ist die wunderschöne Weide. Wir sind jetzt 46 Kilometer hergeritten und das ist einfach ein Traum. Da unten ist so ein kleiner Weiher oder wie sagt man dazu? So ein Wasserloch. Voll cool. Und die Kitty, die reiten da mit Pferden ein und so. Die dürfen einige und stehen voll coolen Kühen. Das ist echt voll idyllisch. Und da hinten geht es zum Chiemsee raus. Dann reiten wir dann morgen hin. Und wir haben jetzt so ein tolles, also echt geil, so ein Gefährt zur Verfügung gestellt gekriegt. Und die Sophie, die sitzt da gerade so gemütlich da und isst ihr Pizza. Und da hinten, da können wir schlafen. Das wird so einmal so langsam warm. Ah ja. Voll geil, also Sitzdecke. Und wir haben Fackeln für nachher und Musik. Und schmeckt's. Mhm. Ja, jetzt haben wir gerade voll cool Pizzaservice. Nach wie dir. Unsere netten Gastgeber haben uns gerade echt Pizza. Maikin, das ist so schön. Findest du das schön? Sieht wirklich dahin. Ferdi ist halt jetzt eingedeckt und dann haben wir einer nur Kühlsalbe an die Beine gespürt. Bringt ja nichts ab. Nein, das ist das Viech. Boah, tut das Viech drin. Man sagt es mal schon. Ja, das brennt voll. Ja. Genau. Und jetzt lassen wir den Abend ausklingen mit Spezi. Ja. Mal schauen. Guten Morgen. Wir sind gerade aufgestanden. Haben eine Stunde verschlafen. Wir schauen scheiße aus. Weil der Wecker nicht klingelt hat, ja. Weil ich das irgendwie nicht so cool gemacht habe. Und wir haben so gut geschlafen eigentlich. Voll gut. Die Pferde geht es auch gut, Böhm schmollt nur ein bisschen. Ich glaube, der Finn mag sich hinlegen oder sowas. Wir haben einer schon Bananen gebracht, jetzt haben sie vor den Bananenwampfer. Der Bananen am Mundgeruch. Mal schau, wie lieb. Ja. Schmussis. Was ist da los? Du bist so aggressiv. Du stinkst nach Bananen. Böhm. Baby, komm. Tricks am Morgen vertreiben Kummer und Sorgen. Hab gescheit, Baby. Na, Baby, du zerstörst das ganze Bild. Hopp, na, gescheit, Baby. Ui. Ja. Jetzt kriegt einer Essi. Ich glaube, der Finn steht auf Kameras. Nein. Ich lasse sie einfach nicht so schmusen wie die Böhm. Das ist einfach ein Mann. Jetzt habe ich, glaube ich, auf den gemacht, gell? Okay. Ah nein, es läuft nur weiter. Den putzen. Mit Pyramid. Also, oh, da ist ein Pferd. Wir haben gerade angezogen, haben mit der Satteln und dann geht's los zum Chiemsee. Chiemsee! Wir haben jetzt alles schon aufgeräumt hier. Das stimmt, und das zeigt, dass wir alles nicht zur Garage tragen müssen. Jetzt zeigt man auch, wenn endlich mal was. Bevor es jetzt noch voll gestanden ist. Pferde sind fertig gesattelt, finde ich. Helm haben wir auch schon ohne. Trenzen hängen davor. Böhmchen auch schon. Und die Taschen haben wir auch schon. Genau. Und ja, jetzt tragen wir das ganze Zeug vor, sperren den Bus zu und dann packen wir's. Dann geht's erst Chips suchen und dann ab zum Chiemsee. Hey, Pferd. Jetzt kommt gerade wieder ein Regen. Ich muss leider die Kamera ausmachen, weil sonst geht's kaputt. Wir suchen gerade die Chips. Die geile Gegend. Da ist Pest voll. Wir haben uns unter den Baum am Waldrand gestellt. Oh. Schau mal, die Gäste mit dem Pferd. War der fette Tag ganz Mädel mit dem Warmblut früher. Ja. Aber wir. Ich bin wollte jetzt in den Wald reingehen.
Wir sind jetzt in den Wald reingegangen, weil es so pisst. Wir warten, bis es vorbei ist, weil wir hoffen, dass es nur ein Regen, ein Wetterregen ist. Nicht graben, Fendi! Jetzt fällt mir auf, mein Navi redet nur. Voll! Wir haben da gerade mal entlang galoppiert. Gartlappen. Schön hier. Nach Nordosten. Nach Nordosten. Ja. Voll, das ist voll der Hobbitwald. Der Hobbitwald. Bubi, geh jetzt da runter im Bad. Komm. Nach Nordosten. Oh ja. Und ein Handy, das wo nicht nur noch 2% Akku hat, das wo ich gerade verfüllen. Ja, ich muss gerade den Wald festhalten. Voll schön grün. So wie bei D-Banger Boys. Es geht um Flops, es geht ums Trauen, dass du Witschänger fäust. Hängt dein Kopf bis Charlie Brown, bist vom Leben enttäuscht. Was Schöne an Enttäuschung ist, du bist dann enttäuscht. Und merkt er das, ein Scherz musst du, es ist dein Leben. Und was dann auf die Pappen fäust, was du tust, alles gehen. Sie müssen ihrem Leben einen Sinn geben. Ein Scherz muss er. Wo fahren wir hin? Er ist weg.